In Schweden hat ein junger Mann mindestens 8 Personen mit einer Stichwaffe verletzt, 2 davon schwer. Die Polizei hat nach dem Angriff in Vetlanda, 270 Kilometer südwestlich von Stockholm, Terrorermittlungen eingeleitet. Zunächst war wegen versuchten Mordes ermittelt worden. Der mutmaßliche Täter hatte offenbar an mehreren Orten in der Innenstadt Menschen attackiert. Dazu der Lokalpolitiker Jan Johansson. Es ist tragisch, wenn sich so etwas in einer kleinen Stadt ereignet. Es erscheint unrealistisch und schrecklich. Es rufen mich Leute an, die sich nicht mehr nach draußen trauen. Der Angreifer wurde von der Polizei angeschossen und gefasst. Er soll den Behörden wegen geringfügiger Vergehen bekannt sein.